Hallo! Ganz, ganz, ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass es auf diesem Kanal wieder so ein bisschen mehr Organisationsvideos gibt. Organisation, das klingt immer, als wenn ich einen Tee habe. Und ich mache die sehr, sehr gerne. Ich habe die lange sehr gerne gemacht und ich habe natürlich mit Wimmys Geburt erstmal wieder so ein bisschen sortieren müssen und gucken müssen, was für mich funktioniert. Manchmal haben Dinge gut funktioniert, manchmal hatte das einfach nur mit Survival zu tun. Ich glaube, jeder, der schon mal ein kleines Kind hatte und sich darum gekümmert hat, weiß, was das bedeutet. Aber so langsam kommen wir an einigen Stellen an. Jetzt geht Wimmys Betreuung bald los. Das heißt, bei mir juckt es jetzt so langsam auch wieder in den Fingern, so ein bisschen mein Leben mehr in den Griff zu kriegen und nicht mehr nur zu survivalen, sondern tatsächlich wieder so ein bisschen Organisation reinzukriegen und Ordnung und System und so weiter. Ganz kurz als Disclaimer am Anfang, damit ihr nicht denkt, dass ich voll so ein organisierter Typ bin. Ich bin tatsächlich im Kopf sehr unorganisiert und ich bin auch eigentlich kein ordentlicher Mensch, aber ich habe gemerkt, dass mir Ordnung und System und Struktur sehr, sehr gut tun, gerade weil ich so chaotisch bin und dass ich da besser funktioniere und besser produktiv sein kann. Deswegen habe ich über die Jahre so ein paar Sachen mir angeeignet. Einige funktionieren noch, andere funktionieren nicht und ich dachte, ich starte mal mit diesem Video so eine kleine Organisations-Back-to-the-Roots-Serie, wo ich einfach versuche, euch so ein bisschen mitzunehmen bei meinem Prozess, ein bisschen organisierter zu sein. Ich habe angefangen, in der Wohnung so ein bisschen umzustrukturieren, Sachen, die jetzt schon sozusagen stehen an Möbeln und so weiter, ein bisschen mehr mit Kopf einzuräumen. Das sind alles Sachen, die ich mitfilme und gerne auch mit euch teile, wenn ihr mögt. Meine Projektplanung habe ich so ein bisschen überarbeitet, die Art, wie ich meinen Kalender benutze, habe ich ein bisschen überarbeitet und einfach so ein bisschen angepasst an meine Situation gerade. Ich habe meine Finanzen so ein bisschen gerade wieder im Griff. Nicht, dass die mal irgendwie chaotisch waren, das Gott sei Dank nicht, aber ich hatte immer mal wieder das Gefühl, so richtig einen richtig guten Überblick und so ein richtig gutes System, was leicht funktioniert, habe ich nicht. Da sitze ich gerade dran und ich dachte, ich nehme euch bei allem einfach so ein bisschen mit und starte heute aber eher mit so ein paar Kleinigkeiten, die man in den Alltag einbringen kann. Ich habe so ein paar Leute in meinem Umfeld beobachtet, die sehr organisiert sind, sehr ordentlich und strukturiert sind und habe gemerkt, dass die alle so zwei, drei kleine Rituale haben, die sie in ihrem Alltag einfach untergebracht haben, die ihnen gar nicht mehr so richtig präsent sind, die sie einfach machen, weil das schon so drin ist und die dafür sorgen, dass sie in bestimmten Bereichen immer Ordnung haben, immer organisiert sind, immer on point sozusagen. Und ich habe mir all diese Sachen so Stück für Stück mal aufgeschrieben und dachte, ich teile die mal mit euch. Ich habe heute erstmal 10 Rituale, die man in seinen Alltag einbauen kann, um so ein bisschen organisierter zu sein. Das sind wirklich teilweise Sachen, die sehr, sehr offensichtlich sind, aber die man sich vielleicht so noch gar nicht überlegt hat. Aber ich glaube, die helfen. Deswegen dachte ich, teile ich die mal mit euch. Die erste Sache ist was, bei der ich tatsächlich sagen muss, schuldig, das mache ich viel zu selten, ist die Handtasche regelmäßig auszuräumen oder den Rucksack, die Arbeitstasche, wie auch immer, das, was man täglich mit sich rumschleppt, weil doch, egal wie man sich auch vorsieht, es gibt immer wieder Situationen, beispielsweise an der Kasse, kurzes Band, man räumt ein und stopft den Kassenzettel einfach schnell in die Tasche oder hat irgendwas in der Hand, was dann schnell in der Handtasche landet. Mit der Zeit wird es einfach, Theorie, immer chaotisch, egal wie ordentlich man ist. Und eine Freundin von mir hat einfach angefangen und setzt sich einmal die Woche hin, immer sonntags, kurz vorm Schlafen gehen, nimmt sich diese 2-3 Minuten, räumt die Handtasche einmal aus, guckt, was da noch reingehört, sortiert neu und räumt wieder rein. Und die hat immer alles dabei, die hat nie irgendwas vergessen, immer Ordnung in ihrer Handtasche. Und ich finde das einfach so easy peasy umgesetzt und schon hat man dieses Problem gelöst. Und das werde ich definitiv integrieren in meinen Alltag. Die zweite Sache ist etwas, was ich schon ein bisschen mache, aber irgendwie auch so ein bisschen aus den Augen verloren habe, und zwar sich einen festen Tag in der Woche zu nehmen, an dem man die Wäsche wäscht. Bei uns ist es wirklich eine ganze Weile so gewesen, dass ich immer, wenn ich daran gedacht habe, die Wäsche gewaschen habe, was dann dafür gesorgt hat, dass manchmal der Wäschekorb derartig übergelaufen ist und jemand kam und meinte, ich habe keine Unterhosen mehr oder ey, haben wir noch Socken irgendwo rumliegen? Und seitdem ich das mache, wirklich einmal in der Woche, weiß ich immer, mittwochs wasche ich die Wäsche, ist das irgendwie so drin, dass ich morgens schon beim Aufstehen denke, ach ja genau, jetzt mach mal die Waschmaschine an, und das sorgt dafür, dass es einfach ein bisschen regelmäßiger passiert und ich nicht an den Punkt komme, dass ich denke, scheiße, ich habe nichts mehr zum Anziehen, es ist wirklich alles dreckig. Gerade jetzt, wo wir Wimmy haben, ist es so wichtig, dass ich regelmäßig wasche und einfach wirklich dafür sorge, dass wir alle was zum Anziehen haben. Und auch das ist wieder so eine Kleinigkeit, wo man sich denkt, really? Das hast du als Tipp in einem Video, aber Freunde, ja, das sind so wirklich Kleinigkeiten, die manche Leute nicht auf dem Schirm haben, wie ich ja letztendlich auch nicht. Man macht sich so einfach keine Gedanken mehr darüber und die Sache ist geritzt. Das nächste ist was, was ich sehr oft schon gesagt habe und was ich selber auch wirklich regelmäßig mache, und zwar ist das wirklich alles aufzuschreiben, was man irgendwie bedenken muss, was man erledigen muss, was man erinnern will, damit man es einfach nicht vergisst. Denn alles, was man aufgeschrieben hat, hat man aus dem Kopf. Da muss man nicht mehr drüber nachdenken. Das ist da, das ist strukturiert. Da kann man drauf gucken und sich einfach dran erinnern und man hat einfach wieder mehr Gehirnkapazität für andere Dinge.
Ich finde das so unfassbar heilend, einfach wirklich sich darauf zu konzentrieren, was gerade los ist und nicht immer im Hinterkopf zu haben, oh, das muss ich noch machen, oh Gott, ich darf das nicht vergessen, oh, da muss ich dran denken, sondern einfach zu machen und zu wissen, dass alles gut ist, dass man nichts vergessen kann, wenn man sich alles, was einem so kurz in den Kopf kommt, direkt aufschreibt. Das ist wirklich Gold, Freunde. Dann eine Sache, die wirklich auch regelmäßig sinnvoll ist, und zwar aussortieren. Und da rede ich jetzt nicht immer gleich von diesen Kleiderschrankaktionen, wo man wahnsinnig lange irgendwie seinen Kleiderschrank durchsortiert und guckt, welche Klamotten braucht man noch oder welche nicht. Auch das ist, finde ich, sehr, sehr heilsam, das ab und zu machen. Aber ich rede eher von diesen Kleinigkeiten. Ab und zu mal sich hinzusetzen und die Medikamente durchzusortieren. Was ist noch haltbar? Ist das alles überhaupt noch haltbar? Brauche ich das alles? Kann das weg? Oder sich hinzusetzen, um mal seine Make-up-Sachen durchzuräumen. Sind das Sachen, die ich wirklich alle noch benutze? Freuen sich da vielleicht Freunde viel mehr drüber? Da sind die Sachen eventuell auch schon abgelaufen. Natürlich auch, genau wie beim Essen, einfach mal den Kühlschrank durchräumen, das Gefrierfach durchgucken, auch so die trockenen Vorräte. Was davon esse ich vielleicht einfach nicht? Ich weiß, dass wir lange, lange, lange irgendwelche Hirsekugeln da hatten, die niemand von uns gegessen hat. Die habe ich einfach jetzt weiter verschenkt, weil ich gemerkt habe, die stehen bei uns tatsächlich wirklich nur rum. Und es ist schade, es nimmt Platz weg und man braucht es nicht. Und wenn man das gemacht hat, hat man in all diesen Bereichen plötzlich mehr Platz, wieder einen besseren Überblick. Man hat wirklich nur Dinge, die man braucht und man fühlt sich auch so ein bisschen sortierter am Kopf. Ich liebe das. Bei der nächsten Sache gibt es bestimmt einige, die jetzt gleich mit den Augen rollen und sich fragen, warum zum Henker, Ella, sagst du das? Aber ich glaube und ich weiß aus meinem Umfeld, dass nicht jeder so tickt, und zwar sind wir beim Thema Bettwäsche. Ich weiß, dass es einige gibt in meinem Umfeld, liebe Grüße, die immer wieder sagen, scheiße, ich wechsle irgendwie meine Bettwäsche viel zu selten, ich vergesse das dann auch zwischendurch und wenn ich sie aufziehe, dann greife ich einfach irgendwas und sieht immer unordentlich irgendwie aus, weil ich von der einen Bettwäsche das Kopfkissen nehme und von der anderen Bettwäsche dann das Unterteil und irgendwie ist das alles immer so ein bisschen durcheinander. Und das ist wirklich eine Sache, die mir sehr hilft, das Gefühl zu haben zumindest, alles organisiert zu haben. Ich habe einen festen Tag, an dem ich das Bettzeug abziehe und neu beziehe, sowohl bei uns als auch bei Vimi, und ich ziehe immer passende Bettwäsche auf. Ich achte da wirklich sehr penibel drauf, weil ich merke, dass es sowohl optisch einfach schöner aussieht, dass es mir aber auch einfach ein bisschen besseres Gefühl gibt. Gibt das Sinn? Ist das komisch? Wahrscheinlich ist das total komisch und ihr sitzt gerade da und denkt, Ella, ernsthaft? Aber das ist wirklich eine Kleinigkeit, die sehr, sehr, sehr viel ausmacht und ich weiß, dass nicht jeder so funktioniert. Deswegen dachte ich, schmeiße ich es mal so am Rande rein, wenn ihr das schon macht, ignoriert mich. Aber solltet ihr da sitzen und denken, ja, same, vielleicht probiert es mal aus und vielleicht gibt es euch auch genauso ein gutes Gefühl wie mir. Die nächste Sache ist was, da wird mein Vater jetzt schmunzeln, weil der das immer mir eingebläut hat, als ich noch klein war. Und zwar, wenn du duschen warst und du willst aus der Dusche steigen, nimmst du dir, bevor du aus der Dusche steigst, direkt diesen Abzieher und gehst einmal kurz über die Glasflächen. Das dauert 20 Sekunden und niemand muss danach stehen und diesen Scheiß putzen und polieren, damit das ordentlich aussieht. Und ich habe das, als ich zu Hause gewohnt habe, sehr, sehr regelmäßig gemacht. Dann habe ich in den ersten eigenen Wohnungen das immer mal wieder vernachlässigt und mich dann tierisch geärgert, weil ich dann über Stunden, ist übertrieben, Tage da gesessen habe und die Dusche geputzt habe und den Scheiß poliert habe, weil das wirklich keinen Spaß macht. Gerade so Wasserflecken wegzukriegen, ist wirklich eine Aktion. Und seit mir wieder eingefallen ist, was mein Vater für kluge Dinge gesagt hat, steht bei uns tatsächlich im Bad wieder so ein Abzieher. Und immer wenn ich aus der Dusche komme, ziehe ich einfach ganz kurz die Glasfläche ab und habe nicht mehr das Problem, dass ich den Scheiß großartig polieren muss, sondern es ist einfach sauber und sieht gut aus. Und trotzdem natürlich regelmäßig putze ich drüber, aber so im normalen Alltag ist das nichts, wo ich immer raufgucke und denke, oh Gott, sieht schon wieder so siffig aus. Und es ist super schnell gemacht. Deswegen, ja. Danke an der Stelle, Papi. Du bist sehr klug und ja, du hattest recht. Der nächste Tipp ist was, was vielleicht nicht auf jeden zutrifft, weil vielleicht nicht jeder so viel Müll produziert, aber gerade wenn man ein größerer Haushalt ist, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind ein größerer Haushalt, aber wir haben vielleicht auch einfach einen kleinen Mülleimer, ist es schon sinnvoll, einfach einmal am Tag den Müll rauszubringen. Ich habe das inzwischen wirklich auch gut in die Routine eingebaut, dass ich abends, bevor ich schlafen gehe, einmal durch die Wohnung gehe und ein bisschen durchräume, die Küche einmal sauber mache, alles ein bisschen abwische und sauber mache und den Frühstückstisch schon so ein bisschen vorbereite, wie so eine richtige Mutti. Und eine Sache, die ich immer mache, wenn ich fertig bin mit allem, ist einmal den Müllbeutel rausholen, zumachen und runterbringen und einen neuen reinpacken, sodass sozusagen der neue Tag auch frisch startet. Das habe ich mir abgeguckt von einer Freundin, die das seit Jahren und Jahren macht und bei der nie der Müll überquillt oder es irgendwie unangenehm riecht, weil der Müll einfach schon Ewigkeiten da drin steht oder irgendwelche Müllbeutel zugemacht im Flur stehen, die dann runtergebracht werden müssen, weil sie sagt, nö, das ist so drin, das ist genauso wie Zähneputzen, abends bevor ich schlafen gehe, Müll einfach einmal rausholen, zumachen, runterbringen und dann mache ich mich bettfertig. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und ist wieder so eine Kleinigkeit, die aber dafür sorgt, dass man einfach diese blöden Situationen nicht hat, dass Besuch kommt und da steht der gelbe Sack noch im Flur.
Unangenehm. Eine Sache, die wirklich bei mir eine Dauerbaustelle ist, sind meine E-Mails. Ich bin besser geworden. Ich habe es zwischendurch wieder schleifen lassen. Ich habe einfach zwischendurch so viele ungelesene E-Mails und so viel Spam in meinem E-Mail-Postfach, dass ich denke, ich werde gleich wahnsinnig. Und das ist wirklich was, was ich immer wieder auch als Tipp lese, wenn man so E-Mail-Organisationen recherchiert, ist bei Spam-E-Mails einfach wirklich jedes Mal konsequent, wenn man eine kriegt, reingehen, die als Spam markieren, nach unten scrollen und gucken, ob man in irgendeinem Newsletter vielleicht angemeldet ist, den abmelden und fertig. Und seit ich das mache, ist zumindest das deutlich weniger geworden. Und das ist auch wieder so eine Kleinigkeit. Das muss man sich einfach immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich ransetzt an die E-Mails, dass man sich diese paar Sekunden nimmt, auch wenn man denkt, ach naja, das kann ich auch später noch machen. Es nervt, weil es immer mehr E-Mails werden und immer mehr Spam-Gedöns. Und wenn man sich einfach diese kurzen Sekunden nimmt, das kurz abzumelden, dann wird es einfach mit der Zeit immer, immer, immer weniger. Und man hat einfach am Ende wieder einen viel, viel besseren Überblick. Viel, 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 viel besseren Überblick. Reden kann es auch nicht mehr. Ich brauche mal einen Schluck Kaffee. Bei Tipp Nummer 10 geht es um das Thema, was, glaube ich, viele von uns immer wieder beschäftigt, und zwar dieser Wunsch danach, sich gesünder zu ernähren, sich bessere Sachen zu gönnen, einfach ein bisschen mehr darauf zu achten, dass man seinem Körper wirklich das gibt, was er braucht. In der Theorie funktioniert es immer total gut, ja, und dann könnte ich nur das und das essen und eben weniger zu Chips greifen, aber wenn es dann soweit ist und man hat wirklich einfach Hunger und es ist nichts Gesundes in der Nähe, dann greift man zu dem Scheiß, den man einfach noch im Schrank hat oder im Kühlschrank oder wie auch immer. Und ich habe gemerkt, dass es mir extrem hilft, einfach immer zu jedem Zeitpunkt gesunde Snacks da zu haben. Sei es die Energy Balls, die ich euch jetzt schon 100.000 Mal empfohlen habe, dass ich die immer da habe, wenn ich Lust auf was Süßes habe. Das ist so schnell gegriffen. Die sind auch relativ schnell gemacht. Ich mache das einmal in der Woche und wir haben sie immer im Kühlschrank. Oder auch einfach gesündere Snacks da zu haben, wenn man weiß, oh, der und der Dattelriegel schmeckt mir total gut, dass man den im Schrank hat. Oder die und die Keksorte ist total schnell gemacht, ist auch ein bisschen herzhaft, die habe ich auch gerne im Schrank. Oder kann ich mir selber machen oder wie auch immer, dass man sich ein bisschen überlegt, was sind denn so meine Cravings, worauf habe ich dann regelmäßig Lust, das ist bei mir immer, immer, immer Schoki und wie kann ich mir dafür eine gesunde Alternative besorgen, die auch einfach immer da sein kann. Das macht so viel aus, wenn man dann einfach in dem Moment, wo man denkt, so jetzt Schoki, eben nicht nach der Schoki greift. Und ich sage nicht, gönnt euch zwischendurch nicht auch mal ein Stück Schoki, natürlich, aber gerade wenn man so eine Phase hat, wo man denkt, oh, ich möchte einfach ein bisschen bessere Sachen für mich tun, ein bisschen gesündere Entscheidungen treffen, ist das definitiv was, was extrem hilft. Gesunde Snacks. Immer im Haus haben, immer vorbereiten. Macht sehr, sehr viel aus. Ihr seht schon, das sind alles super einfache, teilweise auch sehr offensichtliche Tipps. Aber manchmal, gerade wenn man in so einem Moment denkt, irgendwie bei mir läuft gar nichts mehr, hilft es, jemanden von außen zu haben, der sagt, guck mal, das sind vielleicht Sachen, die du tun könntest und vielleicht hilft das. Sagt mir gerne, ob ihr diese Dinge schon tut, ob ihr vielleicht selber auch noch Tipps habt, was ihr so macht, was so regelmäßig bei euch passiert, worüber ihr vielleicht auch gar nicht mehr so richtig nachdenkt, was dafür sorgt, dass ihr in dem oder dem Bereich alles im Griff habt. Dann können wir in den Kommentaren ein bisschen sammeln. Und ansonsten passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann.